ein bisschen im Ohr behalten. Wahrscheinlich im Gelände überschlagen. Gut, wen wundert's? An der kann man an dem Fahrzeug erkennen. Er hat hier dieser Kasten auf dem Turm, das neues Nachtsichtgerät und auch die Staukästen seitlich an der Wanne und da scheinen sie ein bisschen zur Ausführung der Bundeswehr. Insgesamt kann man sagen, dass da hier gerade alles passiert. Von der belgischen Armee. Der Leopard war ein richtiger Exportschlager. Und wenn man bedenkt, wie fortschrittlich er zur damaligen Zeit war, ist das auch absolut nachvollziehbar. Jede Menge NATO-Staaten haben sich hier auf diesem Qualitätsprodukt Made in Germany bedient. Und wenn man bedenkt, der statischen Ausstellung haben, eigentlich die allerbeste Idee war. Wir sehen auch hier, wie schön das Fahrwerk reagiert. Ist auch eigentlich die Ausführung Leopard 1A5, die ja auch bei der Bundeswehr im Einsatz war. Und dann muss es ja gleich eine Rüstung später, gab es auch eine Rüstung. Das heißt, das ist ein Schatz. Und ich habe so eine leichte Ahnung, wie ich das auf jeden Fall. Die meisten Fahrzeuge, die wir hier sehen.